So, guten Tag, Marie, Marlene und alle anderen, die jetzt die Schule von zu Hause machen. So, heute hätten wir unsere Doppelstunde Mathematik gehabt. Es erschienen die Hausaufgaben in Physik ein bisschen so schwierig zu sein, beziehungsweise die mathematische Lösung der Hausaufgaben. Aus dem Grund haben wir heute eine Art von Physik-Mathematik-Stunde gemacht, also es läuft jetzt hier unter Physik. Also wir haben jetzt hier so unsere zwei Physikstunden für diese Woche und die Mathe-Sachen dann kommen diese Woche jetzt über Video beziehungsweise in diese Homeschooling-Art. Okay. So, die erste Aufgabe war, wir hatten ein Pendel gehabt und die Aufgabe war die Fadenlänge des Pendels zu berechnen, ja, also die L. Was wir wissen, ist, dass die Schwingungsdauer des Pendels ist 10 Sekunden, also der große T ist 10 Sekunden. Und wir wissen das, dass es diese ganze Sache passiert auf der Erde, ja, und die ganze Gravitationsfeld, in dem die Pendel sich hier befindet, ist unsere gewohnte, übliche Erdgravitationsfeld. Wir beschreiben das mit der Fallbeschleunigung und da erschienen zwei unterschiedliche Lösungen, was einige dann versuchten zu machen. Das eine ist, mit dem einfachen Zahl 10 Meter pro Sekunde hoch 2 zu rechnen. Ja, das ist unsere übliche Vereinfachung. Oder von den vorherigen Aufgaben, die diese berechnete, g von Pi hoch 2. Wenn man das so aufschreibt, g gleich Pi hoch 2, das ist ein genauer Wert, Pi hoch 2. Ja, einige haben den dritten Weg gesucht, wo sie aufgeschrieben haben, dass 9,8 oder irgendetwas und dann mit einer Bruchzahl zu rechnen. Da lassen wir das erstmal so. Ja. Wir gehen einfach erstmal durch zwei Rechnungen durch mit den zwei unterschiedlichen g-Werten. Ja. So. Und damit wir das mal sehen, wie die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen, wir machen das jetzt hier relativ detailliert, damit wir irgendwie das üben. Ja, also, okay, also üben wir ein bisschen. So, also, was ist gegeben? Gegeben ist T, 10 Sekunden. Gegeben ist G. Einer Weg ist Pi hoch 2 Meter pro Sekunde hoch 2 oder 10 Meter pro Sekunde hoch 2. So, was ist gesucht? Ist die L, also die Fadenlänge. Und was ist unsere, aus der Mittelstufe sagen wir, unsere Formel, womit wir rechnen können? Und wir nennen das ist Ansatz oder die Gesetzmäßigkeit. Also, das ist diese Gleichung. Ja. Wir wissen, dass der Groß T oder der Schwingungsdauer können wir berechnen so, dass wir 2 mal Pi Wurzel von diesem Bruch L durch G. Ja. So, mit Hilfe dieser Gleichung können wir jetzt den L berechnen. So, der erste Schritt ist wir das Einsetzen. Wir setzen in dieser Gleichung alles ein, was wir kennen. Also hier die große T, das ist die 10 Sekunden, dann kommt hier 2 Pi ändert sich nicht, das ist einfach so. Wurzelzeichen L kennen wir nicht, lassen wir da stehen. Und jetzt hier an der Stelle von G, ja, das ist unsere erste Rechnung. Ja. Wir nehmen da jetzt hier das hier. Pi hoch 2 Meter pro Sekunde hoch 2. Pi hoch 2 Meter pro Sekunde hoch 2. Also wir haben einfach in dieser Gleichung diese zwei bekannten Werte hier eingesetzt. Okay? Gut. Jetzt haben wir das Glück, dass in dieser Gleichung haben wir nur ein einziges Unbekannte, das ist der L. Ja? Aus dem Grund können wir diese Gleichung lösen. Ja? Eine Gleichung, eine Unbekannte, super. Also wir müssen einfach nur so lange diese Gleichung umformen, bis der L da allein steht. Ja? Was ist der erste Schritt, womit wir jetzt hier
das vereinfachen können. Ja. So, geteilt durch 2, also hier sehen wir hier 2. Ah, okay, wenn ich jetzt hier beide Seiten mit 2 teile, ja, und dann ist es immer so, ich teile erstmal beide Seiten. Und das kann ich ganz mechanisch machen. Ich schreibe einfach alles hier runter, was da oben ist, 10 Sekunden, geteilt durch 2. Schreibe ich alles hier runter und geteilt durch 2. Also hier ist es zweimal geteilt. Und weil es hier jetzt oben ein 2 ist, unten ein 2, jetzt habe ich das hier durchgezogen, jetzt kann ich das kürzen. Ja, dann bleibt, kann ich noch hinschreiben 1, 1 oder kann ich das weglassen. In jedem Fall ist es so, dass dann jetzt hier der 2 ist weg. Ja? Erste Vereinfachung. Hier auf der anderen Seite kann ich schon die 10 mit 2 auch im Kopf teilen. Ja, dann habe ich das die 5. Dann habe ich hier 5 Sekunden. Dann ist schon die Gleichung einfacher geworden. Und jetzt kommt wieder das Gleiche mit dem Pi. Ja? Jetzt teile ich beide Seiten mit dem Pi. Ja? So. Also schreibe ich wieder alles hin, 5 Sekunden, teile ich mit Pi. Schreibe ich alles wieder hin, teile ich mit Pi. Beide Seiten mit Pi geteilt. Oh, ich freue mich, oben ist Pi, unten ist Pi. Kann ich kürzen und bleibt 1, 1. 1 geteilt durch 1 ist 1, da kann ich das weglassen. So, dann bleibt einfach nur hier alles, was hier unter dem Wurzel noch steht. Ja? Also das. Und hier auf der anderen Seite 5 Sekunden geteilt durch Pi. Jetzt muss ich von dem Wurzelzeichen loswerden. Ah, ich gebe das zu, das ist ein bisschen jetzt schon was anders, was bis jetzt so in niedrigen Mittelstufen-Jahrgängen gelernt haben. Ja, wie kann ich von dem Wurzelzeichen loswerden? Ja, die Gegenrechnung von dem Wurzelzeichen. Zeichen ist der Quadrieren. Der ist jetzt hingeschrieben. Wurzel und Quadrieren lösen einander auf. Man muss einfach daran denken, Marie. Wurzel von x Quadrat, ja, ergibt das, was da unter dem Wurzel steht. Ja, den x. Also der Quadrat und der x, wumm, sie löschen einander weg. Ja, und dann bleibt der x allein schön da stehen. Dann ist das super. Ja? Ich mache jetzt auch hier mit diesen Wurzelzeichen das gleiche. Also ich quadriere diese Seite und ich muss natürlich die andere Seite auch quadrieren. Ja? Und dann ist dieser Quadrat und der Wurzelzeichen löschen sich einander weg und dann bleibt allein stehen das, was unter dem Wurzel stand. Ja? Und so bin ich von dem Wurzelzeichen losgeworden. Und hier auf der anderen Seite muss ich natürlich dann den Quadrat rechnen. Ja? Das heißt es dann 5 Sekunden mal 5 Sekunden, also 5 Sekunden mal 5 Sekunden und der Nenner auch Pi mal Pi. Ja, aber das ist easy. Ja? Pi mal Pi ist Pi hoch 2, 5 mal 5 ist 25 und nicht vergessen den Einheitssekunde hoch 2. Also 25 Sekunde hoch 2, Pi hoch 2. Und die andere Seite ist, wie das ist. Und jetzt mache ich wieder das gleiche wie vorher. Jetzt will ich davon loswerden, einfach dadurch, dass ich das einfach multipliziere beide Seiten. Ja? So, das habe ich hier schon gemacht. Ich habe hier die Vereinfachung gelassen. Dann steht der L allein. Und hier auf der anderen Seite habe ich einfach das multipliziert. Also 25 mal Sekunde hoch 2 geteilt Pi hoch 2 mal damit. Ja? Und das kann ich einfach nur jetzt hier so irgendwie ausrechnen. Ja? Also, die erste Sache, ich sehe das, hier steht Sekunde hoch 2, da steht Sekunde hoch 2, super. Jetzt kann ich das kürzen. Pi hoch 2, boah, super. Das kann ich auch kürzen. Und was bleibt übrig? 25 Meter. Also, die Länge des Fadens ist 25 Meter. Ja? Und da kann man noch einen Antwortsatz schreiben. Die Fadenlänge ist 25 Meter. Okay, jetzt mache ich hier Stopp und dann machen wir weiter.